Es hat kaum etwas so sehr die Bildung und die Bildungsträger, die Schulen, die Hochschulen, die beruflichen Ausbildungsträger verändert wie das Internet in den letzten Jahren. Viel mehr, glaube ich, als viele Gesetze und Verordnungen das denn geschafft haben. Insofern bieten die neuen Technologien, die digitalen Technologien, auch Ansätze aus dem Bereich Industrie 4.0 oder Künstliche Intelligenz, viele Potenziale, die man didaktisch nutzen kann, um Unterricht zu gestalten, um Lernprozesse zu gestalten, um Prüfungen zu gestalten, sowohl im schulischen Kontext, aber beispielsweise auch zu Hause oder auf dem Shopfloor, an der Werkbank oder am Arbeitsplatz direkt. Hier gibt es zahlreiche Potenziale, die man nutzen kann, sei es, dass Dinge medialisiert dargestellt werden können, dass Dinge über Technologien erlebbar werden, die man ansonsten vielleicht nicht so direkt erleben kann, dass Dinge transparent und begreifbar werden, die wir vorher vielleicht nur aus zweidimensionalen Büchern gekannt haben und wir uns mehr vorstellen mussten, als dass wir sie gesehen oder gespürt oder gehört haben. Also dort bieten sich viele Potenziale an und es bieten sich auch neue didaktische Optionen an, sei das im konstruktivistischen Bereich, sei das im ko-konstruktivistischen Bereich, um Dinge auch in den Kreativprozess einzubinden und zu gestalten. Viele Potenziale, die es zu nutzen gilt und wo wir Fahrt aufnehmen müssten, um modernen, zeitgemäßen Unterricht zu gestalten. E-Learning im engeren Sinne und eigentlich im ursprünglichen Sinne meint wirklich das Lernen und die Frage, wie elektronische Medien den eigentlichen Lernprozess denn unterstützen können. International reden wir im Übrigen heute nicht mehr von E-Learning, sondern wenn dann von Learning Technologies oder Educational Technologies, das heißt also von Bildungstechnologien, weil natürlich wir alle wissen, Bildung ist mehr als der Lernprozess, es ist der Lehrprozess, es ist der Prüfungsprozess, es sind auch die informellen Prozesse, die hinzukommen und die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Insofern, nein, es ist nicht gleichzusetzen, es ist ein Element der Digitalisierung der Bildung. Die Idee der intelligenten Bildungsnetze ist entstanden vor dem Hintergrund der Logik, die das Internet hat. Das Internet besteht aus vielen einzelnen Teilnetzen, wo wir über Knotenpunkte versuchen, mit anderen Knotenpunkten Kontakt aufzunehmen. Und diese Idee, dieses Muster haben wir übertragen auf die Bildung und hatten uns die Frage gestellt, wo überall haben wir in der Bildung Knotenpunkte und wie können wir die denn eigentlich miteinander vernetzen. Das ist die Idee eines Bildungsnetzes, nicht mit einem Netzwerk zu vergleichen, sondern wirklich ein Netz, wo wir also Knoten haben, die in sich wiederum vielleicht hochspezialisiert sind. Ein Knoten bietet beispielsweise Lerninhalte an, der nächste Knoten bietet Lernmethoden an, der dritte hat Fragen zur Weiterbildung oder zur Governance und der vierte bietet neuartige, innovative Elemente etwa im Bereich künstliche Intelligenz an. Das heißt, es geht nüchtern um die Erkenntnis, dass wir heute nicht mehr in der Lage sind, an einem einzigen Ort alles rund um das Thema Digitales und Bildung zu konzentrieren, sondern wie das Internet per se mit verteilten Wissensbeständen zu arbeiten, diese zusammenzubringen und dann möglichst intelligent denn die Bildung zu beeinflussen. Industrie und Wirtschaft sind ein ganz wichtiger Bestandteil von der Fortschreibung der Digitalisierung in der Bildung. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass es selbstverständlich im beruflichen Ausbildungsprozess, im beruflichen Fortbildungs- oder Weiterbildungsprozess natürlich auch das Thema Digitalisierung gibt und dass die Industrie, die Wirtschaft dort der ganz wesentliche Treiber ist. Sie haben natürlich auch erhebliche Effekte und wirken entsprechend ein, etwa auf das ganze Thema der berufsschulischen Ausbildung. Und die Berufsschulen haben wiederum Effekte in den allgemeinbildenden schulischen Kontext. Das heißt, so gesehen, durch das Treiben, durch die Deklaration auch von Notwendigkeiten, welche Kompetenzen, welche Expertisen Menschen haben müssen, die in der Wirtschaft, in der Industrie tätig sind, der Ableitung, was das für Ausbildung, für Fort- und Weiterbildung bedeutet, auch im digitalen Element und auch im digitalen Bereich kommt denen eine ganz wesentliche Treiberrolle zu, aber auch ein Vorbild, nämlich aufzuzeigen, mit den nötigen finanziellen Mitteln und dem Willen ausgestattet, dies zu tun, wie so etwas aussehen kann. Die Qualität digitaler Lernangebote und digitaler Lehroptionen und Methoden wird seit über 20 Jahren, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Praxis,
höchst kontrovers diskutiert. Wir unterscheiden ja drei ganz unterschiedliche Facetten, die miteinander interagieren. Das eine bezieht sich auf die Qualität von Inhalten, wie gut sind Inhalte. Damit ist vielleicht gar nicht so sehr die Fachlichkeit gemeint, sondern auch die Abbildung von Inhalten im Netz. Also wie werden diese repräsentiert, multimedial, multimodal oder wie sieht das eigentlich aus? Die zweite Frage in der Qualität ist natürlich, wie gut sind die Technologien? Wie gut können sie technologisch genutzt werden, bis hin aber auch zu der Frage, wie gut sind sie didaktisch aufbereitet, was natürlich gerade für die Bildungsprozesse ein ganz wesentlicher Punkt ist. Recht einfach zu beantworten ist die Frage nach der technologischen Qualität von den Lerninhalten. Bei den anderen beiden Facetten, also themenbezogen beziehungsweise auch auf die didaktisch-methodische Komponente bezogen, müssen wir immer wieder auf bewährte Instrumente zurückgreifen, die wir einfach aus dem pädagogischen Prozess heraus kennen. Das aber zusammenzubringen, ist eine echte Aufgabe. Aber wir müssen es tun. Ohne Qualitätssicherung werden wir keine guten didaktischen aufbereiteten Lerninhalte haben. Qualifizierung etwa für die Industrie 4.0, was man so gemeinhin als Qualifizierung 4.0 bezeichnet, die Qualifizierung also zur Nutzung des Internets der Dinge, etwa am Arbeitsplatz oder in sonstigen Bildungskontexten, basiert natürlich darauf, dass wir medienkompetente Schülerinnen und Schüler haben, dass wir medienkompetente Auszubildende haben, aber auch, dass wir medienkompetente Lehrende und Ausbilder haben. Diese beiden Aufgaben sind eine zentrale Herausforderung für uns alle. Entgegen weit verbreiteter Meinungen ist die Mediennutzungskompetenz bei Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen sehr gut ausgeprägt. Der kritisch-reflektive Umgang mit digitalisierten Lerninhalten etwa fällt da im Vergleich dazu deutlich wiederum ab. Und wir stellen auch fest, dass wir stärker uns noch einbringen müssen in die Ausbildung von Medienkompetenzen im Bereich der Lehrenden, im Bereich der Ausbilder. Das hat auch etwas mit einer Grundeinstellung gegenüber oder hinsichtlich der Bereitschaft zu tun. Wie bereit ist man denn eigentlich, Technologien in einen Lernprozess am Ende des Tages einzubinden? Diese Bereitschaft ist im Übrigen im beruflichen Kontext höher, sachlogischerweise, weil das Zielbild sozusagen auch dieses erfordert. Im allgemeinbildenden schulischen Bereich erleben wir dort deutlich mehr Widerstände. Kurzum, Medienkompetenz ist am Ende des Tages mit Blick auf die beteiligten Menschen in einem Lernprozess und in einem Bildungsprozess natürlich der Kern und das Schlüsselelement, damit wir in der Lage sind, die Technologien nutzwertig auch wirklich in der Bildung einzusetzen.